Hautpflegeroutinen mögt ihr ja echt gerne. Ich habe euch wieder mitgenommen. Ich habe einen Haufen neue Produkte und die performen richtig gut. Ein Großteil habe ich noch nicht mal vorgestellt, aber ich möchte gar nicht lange ins Reden kommen. Ich habe euch meine Hautpflegeroutine am Morgen aufgenommen und ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich habe hier diesen Kolibri-Haul gemacht. Da waren es richtig viele Produkte und auch so ist es vielleicht ganz interessant, was ich wirklich im Sommer dann auch mache, wenn es richtig warm ist. Da handhabt man das mit seiner Gesichtspflegeroutine halt schon ein bisschen anders. Ich habe es recht minimal gehalten am Morgen. Versuche eben die Wirkstoffe auf den Abend zu reduzieren, weil halt die Sonne halt schon richtig kräftig ist. Und du kannst es zwar mit deinem Sonnenschutz alles abdecken, aber ich beziehe mich dann lieber mal auf den Abend. Und ja, würde sagen, wir legen los. Ist ganz krass, wie meine Bedürfnisse sich ändern, was die Reinigung betrifft. Also ich switch da einmal her zwischen Lotion, also Cleanser, zwischen Öl, zwischen Waschgel, ich habe jetzt zwei Waschgels drauf, aber das Balea Waschgel, das funktioniert für mich immer noch am allerbesten und das liebe ich halt im Moment. Ich mag halt nicht so schwere Substanzen auf der Haut und meiner Haut geht es auch am allerbesten im Moment, wenn ich Waschgel verwende. Ich merke das einfach extrem und ich liebe das Waschgel von Balea, das habe ich einfach immer zu Hause und das wird auch wieder nachgekauft. Weil das darf halt einfach nicht leer gehen. Das ist für mich halt echt überhaupt kein Problem. Ich habe schon gehört, dass da vielleicht kein Make-up so richtig weggeht. Ich bin selten bis gar nicht geschminkt. Ich hatte mit dem Waschgel jetzt noch nie Probleme. Und daher verwende ich das auch am Morgen ganz gerne. Auch am Abend ist überhaupt kein Problem. Also mich stört das überhaupt nicht. Es ist halt ein bisschen sanfter. Es schäumt jetzt nicht so krass, aber für die Leute, die eben das Waschgel-Feeling haben wollen, da ist halt das einfach richtig gut. Darf ich vorstellen, weltschlechteste Augencreme. Also solche Sachen könnt ihr euch wirklich klemmen und sparen. Spart euch dieses Geld. Diese Altera-Sachen sind zwar nicht arg teuer, die war jetzt auch nur mild parfümiert, wenn ich das so in Erinnerung habe. Aber die ist halt auch nicht gut. Die kann nicht viel. Und Töpfchen sind immer so eine Sache. Warum sind Töpfchen so eine Sache? Du gehst mit dem Finger rein, du gehst selten mit dem Spatel rein. Und die Sachen kippen viel schneller. Die kippen leider viel schneller. Und du kannst es auch nicht so präzise auftragen, finde ich. Die werde ich mir definitiv nicht nachkaufen. Ihr merkt, ich bin da echt nur am Aufbrauchen. Ist mir aber echt auch wichtig, wenn was nach hinten losgeht, dass man da halt einfach auch dran bleibt und die Sachen eben auch dann verwendet. Da könnt ihr echt euer Serum unter die Augen auftragen, sofern das nicht parfümiert ist oder irgendwie in die Augen laufen kann oder so. Tragt euer Serum auf oder peppt eure Tagescreme mit einem leichten Serum auf und gebt es unter die Augen. Das Allerbeste, weil hier passiert halt nicht viel. Schade, also die Idee an sich finde ich schon echt schön, aber ist nicht so meins. Jetzt kommt dafür aber ein Top-Produkt. Das wird nicht lange halten. Außerdem hier die Tiegel von Leon, die sind halt alle klar so. Der Barriere-Boost. Das war ein Produkt, als ich das gesehen habe, da wusste ich sofort, hey, hallo. Weil manchmal möchte ich halt nicht unbedingt irgendwie eine Creme auftragen, weil ich halt doch typisch Haut in Richtung fettig bin. Und dann habe ich wieder hier dieses Problem mit der schuppigen Haut. Und das ist richtig, richtig gut. Ich habe Probleme unterm Arm gehabt. Da habe ich das ein bisschen aufgetragen. Und die Probleme sind halt weggegangen. Hier sind 5 Ceramide drin. Auch dieses Produkt werde ich mal vorstellen, weil ich bin noch am Testen. Aber ich bin jetzt schon in love. Aber du musst so ein bisschen gucken, wie die Haut reagiert, wie du selber so nach einer Zeit, nach einer Routine reagierst. Weil am Anfang ist immer alles super gut, das kennt ihr. Aber das ist schon super. Also da könnt ihr einfach auch eine ganz simple Creme ein bisschen aufpeppen mit euren Ceramiden dann und so, weil Ceramide sind super. Ich wusste, ich mag das.
Also ich wusste wirklich, ich mag das. Und das funktioniert auf meiner Haut echt gut. Und wie gesagt, auch an Körperstellen, die jetzt nicht unbedingt im Gesicht sind, sondern hier unterm Arm. Ich hatte da eine offene Stelle, die ist zugegangen davon. Und das ist richtig gut. So, letztes Produkt, auch das habe ich vorgestellt. Ich finde die nicht gut, weil die bröckelt dir halt mit der Zeit wirklich vom Gesicht runter. Sie setzt sich ab leicht. Ja, da müssen sie echt was an der Konsistenz machen. Ja, also wer, also ich darf da auch kein Hyaluron oder sonst was drunter tragen, weil das pellt sich ab dann. Also da kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass ich Würstchen auf der Haut habe. Und du darfst auch nicht zu viel auf der Haut rumreiben, weil sonst reibst du die sofort wieder runter. Die ist echt noch nicht leer, aber fast, Gott sei Dank. Und die versuche ich so gut es geht wirklich aufzutragen. Ihr wisst ja, 1 Gramm auf dem Gesicht, ich bin da nicht hundertprozentig genau. Das soll auch keine Anleitung dazu sein, wie man wenig Sonnencreme auf dem Gesicht aufträgt. Aber seid so gut und guckt, dass ihr wieder eine hohe nehmt und da vielleicht nicht so hundertprozentig genau seid. Oder wenn ihr halt wirklich eine 30 habt, dann müsst ihr wirklich bei dem Gramm bleiben und sich wirklich vielleicht auch mal irgendwie so eine kleine Feinwaage kaufen oder so. Bin ich mir übrigens auch am Überlegen. Nee, also wenn sie das wirklich überarbeiten. Die Idee an sich ist wirklich toll von dem Produkt. Die hat mich echt gefreut, als es rausgekommen ist. Endlich mal was ohne Mikroplastik, ohne Nanopartikel, ohne Duftstoffe, was nicht so mega fettig ist. Aber es stimmt halt die Konsistenz nicht so. Und wie sagt man, das Gefühl auf der Haut stimmt halt leider auch nicht. Und das sagen auch sehr viele. Die einen sagen tatsächlich speckig. Und die anderen, die sagen das wie ich, ja, dass die sich runterrollt. Also sehr schwieriges Produkt, ne? Die Idee, wie gesagt, ist toll. Und nochmals gesagt, achtet wirklich darauf, dass ihr genug Sonnencreme verwendet. 1 Gramm auf dem Gesicht ist wichtig. Nur dann habt ihr diese Zahl da, die da drauf steht. Durch 3 wäre dann UVA-Schutz gegeben. Also wenn man diese Zahl durch 3 gibt. Und UVA ist die Strahlung, die uns halt einfach alt macht. Also das ist wirklich eins der wichtigsten Sachen, die ich mache. Kein Serum der Welt ist so wichtig wie Sonnencreme, finde ich. Weil das muss wirklich seit über einem Jahr muss das einfach sein. Fast 2 jetzt schon. Sie hat mit einigen Sachen rumprobiert. Ist auch wichtig. Kommt immer mehr auf den Markt, finde ich echt toll. Die ist wie gesagt nicht perfekt, aber es gibt bessere. Wie ist deine Gesichtspflege am Morgen? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich möchte an der Stelle nochmals Werbung für meinen Discord-Channel machen. Da gibt es auch einen Raum für Skincare. Da könnt ihr euch austauschen. Das ist eben auch ein Platz für euch. Guckt da gerne mal rein. Link zu Discord findest du unten in der Infobox. Da klappst du mal auf. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und lass einen Kommentar da. Ich würde gerne von dir wissen, wie deine Gesichtspflege am Morgen momentan aussieht. Ist sie minimal? Was verwendest du? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Das interessiert mich wirklich. Ich melde mich ab, sag danke und bis zum nächsten Mal.